Isaac. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Binding of Mario Rebirth. Ja, wir spielen heute mal eine Mod. Und zwar die Mario-Mod. Vielleicht habt ihr sie auch schon bei Holly gesehen. Ich habe die schon seit einiger Zeit beobachtet. Allerdings war die für mich nicht weit genug vorangeschritten, dass ich sie euch vorstellen wollte. Aber jetzt kann man sie mal vorstellen. Ihr merkt schon, die Musik ist anders, das Titelbildschirm-Ding ist anders. Und warum ich das jetzt noch euch zeigen möchte, ist nämlich, weil gestern tatsächlich ein Patch rauskam, der aber keine Patch Notes hatte und auch nicht irgendwie benannt wurde. Und ihr seht schon hier die Charaktere. What the fuck? Okay, die Charaktere wurden geändert. Ich habe eben noch geschlafen, deswegen bin ich mein Hören jetzt noch ein bisschen müde, aber macht nichts. So, da hätten wir zum Beispiel Mario, Peach, Luigi oder Bowser Jr., Toad. Und mehr gibt es ja auch noch nicht. Da sollen noch welche dazukommen laut Mod-Ersteller, aber bisher sind jetzt halt diese. Und da ich Bowser Jr. spielen möchte, spielen wir Bowser Jr. Und das Gute ist, das ist halt nochmal Eve. Aber ich habe gestern schon Eve gespielt, deswegen hätte ich heute eigentlich nicht Eve gespielt. Aber da das jetzt Bowser Jr. ist, habe ich eine Ausrede, nochmal Eve zu spielen. Und wir müssen zu The Lamp gehen und eventuell den Bosswasch machen. Und das Coole ist, yay, wie das aussieht. Also Bosswasch werden wir nicht machen, dafür werde ich hier viel zu viel Zeit vergeuden. Boah, das sieht so saugeil aus. Ach, wir haben... Oh, nee, dann ist das nicht gut. Man schaltet jetzt nämlich mit Mods andere Sachen frei. Okay, dann machen wir weder den Bosswasch noch gehen wir zu The Lamp. Wir spielen trotzdem Eve, weil... Also nicht Eve, wir spielen jetzt Bowser Jr. natürlich. Bowser Jr., denn Bowser Jr. kann fliegen. Er hat Faith von Anfang an. Faith. Und diese Feuertränen, das ist richtig cool. Der hat sich ja richtig Gedanken gemacht. Auf jeden Fall, seht ihr schon, alles ziemlich bunt. Nicht mehr ist alles nicht mehr so Eiseck gewöhnlich. Alles sieht ganz anders aus. Und wir kriegen den D100. Okay, das ist jetzt blöd. So ein D100 wird ja unsere Items rerollen. Dann sind wir ja gar nicht mehr wir. Das wäre ja doof. Oh nein, ein Boss! Du. Ja, und wie gesagt, es sind halt ein paar Gegner. Achso, wir können ja fliegen, genau. Einige Gegner sind anders, einige Bosse, wie zum Beispiel The Hound, ist wohl ein Buhu. Und die ganzen Pickups sind anders, die Herzen, die Schlüssel, die Münzen. Und das ist alles schön. Und die Musik halt. Die Musik ist sowieso das Beste immer bei so einem Mod. Ich mag sowas. Ja, da haben wir schon einen anderen Gegner. Ja, dool, guck mal, eine Spinne. Guck mal da. Viel freundlicher alles. Ach ja, das ist schön. Ich mag das. So, aber nochmal um auf den Patch von gestern anzusprechen. Da wurde nämlich ganz schön viel verändert. Aber wurde halt... Lol, wie sieht der denn aus? Wurde halt nicht offiziell bekannt gegeben, dass überhaupt ein Patch da war. Aber es ist ja aufgefallen. Mir ist das aufgefallen bei Curse of the Maze, dass das anders aussah. Was jetzt auch bestätigt, also... im Reddit bestätigt ist von den einigen Leuten da. Da gibt es halt so ein Thread dazu. So ein Mega-Thread. Wo dann jeder schreiben konnte. Oh, was ihm aufgefallen ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Leben wir haben. Ist vielleicht nicht ganz so cool. Und da stand halt auch drin, das mit dem Curse of the Maze, das kommt so anders reingeflogen. Das ist mir auch aufgefallen. Und, das hatten wir gestern auch, dass wenn man einem Bettler... Also ich zähle jetzt noch ein paar Sachen auf aus dem Patch. Wenn man einem Bettler, wo Stacheln drum sind, Geld gibt und der einen ein Item gibt, dann wird... Okay, wir haben keine roten Herzen, wie es scheint. Was soll ich sagen? Dann wird das Item auf den Stacheln gelegt. Das heißt, man muss Leben verlieren, wenn man nicht gerade fliegen kann. Und das ist assig. Wenn man das so sagen darf. Das ist ganz schön assig. Ach, der sieht auch anders aus. Jo, wie hieß der nochmal? Ich wusste nie, wie der heißt. Das Viech da. Also im normalen Isaac ist das Larry. Larry Junior. Jo, einfach diese... Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Dinger heißen. Ich spiele ganz viel Mario. Die sehen auch sau aus wie von Paper Mario, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber die Namen von denen weiß ich leider nicht wirklich. Aber sogar die Scheißhaufen sehen süß aus. Guck mal, wie die einfach zwinkern, wenn man sie einmal trifft. Oh, dann sind sie tot.
Arme kleine Scheißhäufchen. Naja, wir haben den D100, aber wenn wir den einsetzen, ist nicht ganz cool. Dann können wir halt nicht mehr fliegen. Und das ist eher uncool. Dann haben wir auch unsere Feuerdinger nicht mehr. Egal, was wurden sonst noch so? Es wurden ein paar, also ein paar Gegner wurden bearbeitet. Dann die Musik in der Bibliothek ist anders. Also jetzt beim Patch, nicht bei diesen, bei diesem Mod. Okay, Daddy Longlegs, warum nicht? Jetzt will ich erst recht nicht mein D100 einsetzen. Jetzt erst recht nicht. Mit Daddy Longlegs, niemals. Ich behalte Daddy Longlegs. So, was sonst noch? Irgendwas Wichtiges, was noch beim Patch war? Ja, man sieht halt nicht, was für eine Version man hat. Und was ist dieser Pau? Was sind diese Fragezeichen? Wie sieht ein blauer Stein aus in dieser Mod, ist die Frage. Was sind denn diese Fragezeichen? Ich habe auch nur eine Bombe. Müssen wir nochmal irgendwann nachgucken, was denn hier blaue Steine darstellen sollen. Okay, blaue Steine sind also diese Münzblöcke. Aber was sind denn dann diese blauen? Was soll das denn dann sein? Ich habe keine Ahnung. Hier sind die auch. Okay, dann kann man. Dann sind das wahrscheinlich die Blöcke, die nicht kaputt gehen, oder? Nee, das ist blaues Feuer. Nee, was? Okay, ist das was ganz anderes? Ist ja auf jeden Fall kein Feuer. Da kann einfach irgendwas drin sein, oder wie? Eben waren da 5 Münzen drin. Okay, was auch immer. Wir haben Curse of the Maze, was wieder so komisch reingeflogen wird. Ich mag diesen neuen Effekt von Curse of the Maze echt nicht, aber gut. Kann man sich dran gewöhnen. Auf jeden Fall, es hilft eigentlich. Es hilft, dass man versteht, dass man gerade in einen anderen Raum teleportet wird. Verdammt. Aber sonst. Nee, mag ich nicht so doll. Oder gibt es bei normalen Isaac auch solche Steine, wo Geld oder sowas drin sein kann? Und die sehen in Wirklichkeit auch anders aus. Ich erkenne sie nur nie. Quasi so eine zweite Art blaue Steine. Wenn ja, wäre ja witzig. So, auf jeden Fall ist hier der Boss und King Boo. Oh, das freut mich. Schade, dass da noch Eve stand. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch nervt. Oh, geil. Kleine Boohoos und King Boo. Okay, ich habe den noch gar nicht gesehen. Ich wusste nur, dass es ihn gibt. Oh, das ist ja richtig cool. Oh, den lasse ich doch auch drin, oder nicht? Auch außerhalb dieser Mod. Das passt doch perfekt. Einfach so ein King Boo. Da, nimm das. Power. Der sah doch richtig cool aus. Boah, und hier kommt einfach dieser Bowser-Musik, wenn ein Geheimraum kommt, wenn ein Teufelsraum kommt. Und die Röhren sind auch da, wenn man runtergehen muss. Das ist ja alles richtig cool. I like that mod. Pretty hard. Okay, wir müssen eigentlich was mitnehmen, damit wir noch mehr bekommen, aber egal. Lassen wir da. Na gut, dann. Ach doch, da gab es einen Shop. Na gut, dann schauen wir noch mal kurz in den Shop rein. Ich mag die Musik so gern, sie ist toll, so schön fröhlich und trauervoll. Was ist das? Eine Pille? Wie sieht denn bitte der Shopkeeper aus? Ja, okay, warum nicht? So, uns fehlt genau eine Münze, super. Okay, dann hoffen wir einfach, dass da 4 Münzen rauskommen. Du blöd Mann. Ziehen wir immer noch genau eine Münze. Jetzt habe ich einfach nur Geld verschwendet. Ich will das haben. Verdammt. Wir hätten den D100 eben einsetzen können. Im Teufelsraum. Habe ich leider nicht dran gedacht. Fail. Hätte ich mal machen müssen. Egal. Wir sind ein kleiner Da haben wir unsere 15. Münze. Wir sind ein kleiner Bowser. Danke. Wollen wir das jetzt doch nochmal rerollen? Wollen wir unsere ganzen Items nochmal rerollen? Einfach so? Ja, komm, dann setzen wir es einmal ein. Okay, wir haben komische Sachen bekommen und unser Fliegeding ist weg. Aber dafür sind wir jetzt. Wir sind voll der Poser.
Das passt richtig zu Mini Bowser. Diese Brille. Das passt ja richtig. I like. Okay, wir haben komisches Zeug bekommen. Eigentlich können wir noch fliegen. Wir haben noch dieses Fate-Ding. Komisch, komisch. Egal. Egal. So, wurde noch irgendwas verändert? Es wurde auf jeden Fall in dem... Oh. Nein, wir haben diese Auflade... Okay, dann habe ich ja schon verloren. Die sehen auch richtig geil aus. Oh, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ist ja voll nice. Und kleine Gumbas. Was sollen das darstellen? Ah! Ja, cool. Das sind diese Scheißhaufen. Ist ja richtig cool. Aua, oh nein. Aber jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Das finde ich doof. Und ich habe diese doofen... Ich hätte vielleicht den D100 mitnehmen sollen, ne? Damit ich mich wenigstens nochmal... Oh nein, das war jetzt richtig dumm. Das war jetzt richtig dumm. Jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Mit diesem Aufladeding ist doof. Und wir können halt nicht mehr fliegen. Oh nee. Oh nee. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Jetzt sind wir zwar voll der Chiller mit dieser... Mit dieser Sonnenbrille. Aber es bringt uns nichts, weil wir gleich einfach tot sind. Das ist ja doof jetzt. Ah, oh, wir werden bei jedem Hit raus teleportet. Das ist auch doof. I don't like. Eben mochte ich das alles noch und jetzt habe ich einfach alles kaputt gemacht mit einem D100. Ein D100 hat den ganzen Run zerstört. Manu. Okay, finde ich überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Okay, dann spielen wir einfach mal einen anderen Charakter. Mario, Peach, Luigi, Toad ist bestimmt auch ganz witzig. Und der hat anscheinend 3 Leben. Bloodlust, das ist eigentlich Samson. Die haben doch bestimmt alle andere Sachen, oder? Haben sie bestimmt alle verändert, obwohl Bowser Jr. eigentlich der coolste wäre. Wollen wir trotzdem mal... was soll denn jetzt? Da Toad spielen? Ja, komm. Spielen wir mal Toad. Okidoki. Okidoki. Toad, was ist mit dir geschehen? Wieso siehst du so... Okay, egal. Wir haben Mulligan. Okay, Toad hat Mulligan. Das passt ja irgendwie gar nicht. Warum hat Toad denn Mulligan? Weil er so verfault ist, oder wie? Okay, egal. Ist mir egal. Ich bin Toad. Ist mir egal. Und wir kriegen... Dr. Fetus. Sehr schön. Und da oben scheint ja... Okay. Okay, da scheint doch nicht immer Geld drin zu sein. Was sind denn das denn für Steine? Oh. Ganz vergessen, was, dass das diese Dinger waren, die dashen können. Das sind Dingles. 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 Na gut. Jetzt sind wir auf jeden Fall Mr. Toad. Mr. Toad mit der kleinen... Mit dem kleinen Zylinder auf dem Kopf. Ich mag die Mod. Und einige Ideen kann man eigentlich drin lassen. Auch für das normale Eiseck. Oh nee. Oh nee. Au. Wieso hast du mich eingesperrt? Miese kleine Spinn. Okay, was ist das? Oh, Store Credit. Was heißt das denn? Was war denn Store Credit? Waren dann alle Sachen im Shop kostenlos? War es das? War es das oder war es was anderes? Ich weiß es nicht. Ich schau mal kurz. Wir haben ja einen Schlüssel. Wir haben sogar 2 Schlüssel. Yo! Aber ich glaube nur eine Sache ist... Yo! Wir kriegen einfach den Remote Detonator. Ist das denn ernst? Remote Detonator und Dr. Fetus? Okay, so viel Glück muss man erstmal haben. Okay, so viel wollte ich dich... Ich wollte dich gar nicht so ausrauben automatisch. Ich gebe dir alles zurück. Ich verspreche es. Außer den Schlüssel vielleicht. So, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir den mal wieder ein bisschen auffüllen. Bevor wir bald gar kein Geld mehr haben. Cool, jetzt ist das einfach so wie die... wie hieß die? Es gab eine Challenge, wo man auch Dr. Remote und... Nee, nicht Dr. Wie hieß das? Broken? Nee. Remote Detonator, so heißt das Ding. Remote Detonator und
Epic, nee, ist nicht Epic Fetus, Dr. Fetus haben, hat. Ey, cool. Hallo. Au. Ist das auch witzig. Diese Combo habe ich mir immer gewünscht und jetzt bekomme ich sie einfach in einem normalen One. Aber ist jetzt die Sache, ist das jetzt Cheating, wenn ich jetzt trotzdem was freischalte mit einem Mod, weil mir wurde gesagt, oder die haben im Reddit halt gesagt, oh weia, dass Mods, das ist auch noch ganz wichtig, Mods, mit, man kann Mods anhaben und schaltet trotzdem noch Sachen frei. Seit dem Patch. Warum auch immer. Ob das so gewollt ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Auf jeden Fall soll das gehen und dann wäre das ja jetzt eigentlich cheaten, wenn ich jetzt mit Toad aka Samson zu The Lamp gehe und den mache, oder? Ist die Frage. Ist die Frage. Weiß ich auch nicht. Oh, da kriegt man voll Lust, wieder Mario zu spielen. So Paper Mario oder so. Das erinnert mich richtig an Paper Mario. Alles. Damals Paper Mario für Nintendo 64. Das war doch cool. Neulich hat sogar Awesome Games Done Quick, wenn ihr das kennt, wenn ihr das vor ein paar Monaten mal gesehen habt, da haben die ja ganz schnell coole Spiele durchgespielt und dann irgendwie für Krebs gespendet, also für Krebs, gegen Krebs, also für eine Organisation, die gegen Krebs ist, haben die gespendet. Haben auch ganz schön viel dazu bekommen. Und die haben neulich Paper Mario gespielt, ganz schnell. So mit Glitches und so. Das fand ich cool. Das hat mich voll an die alte Zeit erinnert. Früher habe ich immer Paper Mario gespielt. Das war mein allererstes eigenes Nintendo 64 Spiel. Au. Und das war richtig cool. Das Paper Mario heutzutage finde ich nicht mehr so gut. Zum Beispiel dieses... Was sollen die denn darstellen? Ih. Die sehen ja voll hässlich aus. Wie heißt das? Für 3DS, da gibt es doch auch so ein Paper Mario. Sticker Star. Paper Mario Sticker Star. Das finde ich so bescheuert. So bescheuert. Ich brauchte echt eine... Okay, meine Hunde bellen. Eine... Komplettlösung, damit ich da weiterkomme. Weil die haben das so blöd designt. Und dass man auch mit Stickern kämpfen muss, finde ich auch richtig dumm. Weil die muss man halt überall finden und überall abziehen. Und wenn du dann keine mehr hast, dann geht nichts mehr. Dann geht nichts mehr. Aber man muss die Sticker halt auch einsetzen, um weiterzukommen. Und so, und deswegen ist das doof. Doofes Spiel. Doofes Spiel, damit haben sie die Serie kaputt gemacht. Warum machen sie sowas? Hallo, Geheimraum. So. Und sonst habe ich echt jedes einzelne Paper Mario gespielt, das es bisher gab. Aua. Nee, ich habe sogar jedes einzelne gespielt. Jedes einzelne. Und das letzte fand ich halt doof. So, wir haben keinen Schlüssel. Wo kriegen wir denn jetzt einen Schlüssel her? Die Bossmusik ist immer voll cool. Kommen wir leider nicht ran. Könnte eine gute Karte gewesen sein. Was, wo will ich jetzt eigentlich hin? Voll unnötig, was ich hier wieder mache. Ich würde halt da gerne rein irgendwie. Aber es geht nicht. Wir haben keinen Schlüssel. Weder für den goldenen Raum noch für den Shop. Echt schade. Echt schade. Naja, machst du nix. Wir sind eh schon OP. Wir brauchen nicht mehr. Du. Bam. Die Gegner kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Was sind das für Gegner? Kenne ich aus keinem einzigen Mario-Spiel. Aus keinem. Oh, ich dachte, ich komme... Doch, ich komme da sogar ran. Ich komme da ran. Yay. Was haben wir hier? I. Was passiert, wenn man das aufsammelt mit den Bomben? Passiert denn überhaupt irgendwas? Fliegen die Bomben dann um einen rum? Das wäre ja so bescheuert. Ich sammle es einfach mal nicht auf. Ist wahrscheinlich besser.
So. Was haben wir hier? Okay. Ich mag die Mod. Es gibt auch noch ganz viele andere Mods. Ich habe mir schon ein paar rausgesucht. Aber die sind halt alle noch so im Anfangsstadium. Deswegen will ich die dann immer noch nicht vorstellen. Es gab zum Beispiel auch ein Captain Toad Mod. Aber in diesem Mod war es auch Toad drin. Und in diesem Mod war halt auch noch die ganze Ebene und so anders. Bei den Captain Mode Mod. Captain Toad Mod. Captain Mode Mod. Toad Mod. Tom Mod. Not, hat, hat. Sind zwar, sieht der Toad zwar schöner aus und so. Aber halt die Ebene nicht so cool. Und deswegen habe ich mich jetzt für diesen Mod entschieden. Nein, ihr seht nicht mehr anders aus. Wieso das denn nicht? Habe ich euch überschrieben? Das wäre ja richtig blöd. Nein, wo sind meine herzlosen Viecher hin? Dann hätten wir so ein... So aus zwei Spielen... Die Dinger hier drin gehabt. Das hätte doch auch was. Kingdom Hearts und Mario gemixt. Okay. Schweinchenfledermäuse, warum nicht? Hat man ja gerne solche Schweinchenfledermäuse. Au. Oh mein Gott, gib ihn weg. Wieso hat er so viele Leben? Machen wir so wenig Schaden? Scheinbar ist das so. Und unser Mulligan hat bisher auch noch nicht viel gebracht. Naja, wenn das überhaupt Mulligan ist, vielleicht haben wir auch nur dieses andere. Dieses Nicht-Mulligan-Ding. Also dieses Fliegen-Item, das macht, dass wenn wir getroffen werden, wir fliegen spawnen. Kann ja alles sein. Ja, auf jeden Fall. Hallo Boss. Oh, du siehst ja gar nicht anders aus. Das ist ja langweilig. Das ist ja richtig langweilig. Wir haben noch die Sun-Karte. Die können wir einsetzen, wenn wir wenig Leben haben sollten. Die heilt nämlich einen auf. Aber die Musik macht diesen Bosskampf doch schon viel spannender. Okay. Yay! Mom's Underwear. Aha, Toad. So beinahe bist du also, ja? Sammelst Unterwäsche von alten Frauen. Okay. Hätte ich jetzt nicht... Na gut, doch. Doch, hätte ich erwartet. So wie er aussieht, ist das so einer. Toad, der kleine Schlingel da. Hätte ich echt nicht erwartet. Man denkt halt immer, ja, Mario-Charaktere, alle lieb und nett. Und dann ist da so ein Toad, der einfach die Unterwäsche von alten Frauen sammelt. In so einer Welt leben wir. Jeder spielt hier vor, er ist lieb und nett. Und dann, irgendwann kommt es raus. Irgendwann kommt alles raus. In Wirklichkeit ist Toad ja auch gar kein Gentleman. Er tut nur so. Er hat sich den Zylinder nur aufgesetzt, damit er halt die Unterwäsche von den Frauen bekommt. Das hat keinen anderen Grund, nur deswegen. So. Was seid ihr? Amnesie und Puberty. Nein, Toad, du kannst doch nicht in die Pubertät kommen. Das geht doch nicht. So, was kriegen wir hier? Den Game Kit. Etwas? Wieso sind wir so groß? Ach so, wegen... Oh Gott, ein richtig großer Toad. Okay, was haben wir hier? Auch nur Müll. Wollen wir davon irgendwas haben? Entschuldigung, Automat, ich wollte dich gar nicht in die Luft sprengen. An sich brauchen wir nichts. Wir nehmen das Ding mal mit. Haben wir wenigstens zwei Schlüssel mehr. Und dann springe ich dich ja halt doch nochmal in die Luft, um die Leiter mitzunehmen. Keine Ahnung, warum meine Hunde jetzt so lange bellen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Lasst mich. Auf jeden Fall gehen wir zu dem Boss jetzt. Hoffentlich weiß ich noch, wo der ist, weil Amnesia ist natürlich jetzt nicht so cool.
weiß ich ja gar nicht, wo ich bin. Wo war ich nochmal? Wo war nochmal der Boss? War der hier hinten? Ich glaube schon. Ja, doch. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Hier links war der doch, oder nicht? Keine Ahnung. Wir kommen an den Schlüssel. Yes. Perfekt. Okay, da hier ist er. Und das sollte dann Dark One. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Damage-Ups. Okay, man sollte die Dinger vielleicht nicht setzen. Wenn man nicht vorwärts läuft. Oh, du Bastard. Stirb und gib uns gefälligst einen Devil Room. Bitte, 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 bitte. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn dringend. So. Perfekt. Devil, Devil, Devil. Dankeschön. Wir kriegen schon wieder den Mushroom. Achso, Mushrooms sind einfach nur HP-Ups. Okay. Lieber nicht. Keine Lust, nur mit einem Leben hier rumzustolzieren als Toad. Nee, nee. Lieber nicht. Ist jetzt halt die Frage, wie weit wir gehen möchten. Und hier ist wieder alles normal. Oh, die sehen witzig aus. Masken. Okay. Okay, warum nicht? Kann man machen. Kenne ich auch nicht. Wow, ich muss mal mehr Mario spielen, wie es scheint. Wenn ich die ganzen Gegner hier nicht kenne. Was sollten das denn darstellen? Irgendwelche Masken, aber... Oh, vielleicht so eine Shy... Nee, Shy Guys haben doch keine zweifarbigen Masken, oder? Hier, aus diesen Masken hätte man aber Shy Guy Masken machen können. Oh, da bin ich jetzt aber... Das finde ich ja jetzt doof, dass er das nicht gemacht hat, der Muttersteller. Bin ich jetzt ein bisschen... Bisschen finde ich das doof. Ja, ja. So, Judas Zunge. Sehr schön. Was sind das? Was? Okay, das sind doch auf jeden Fall Namek-Dinger, oder? Die heißt... Ist die eine nicht Namek? Namek? Ja, ich glaube schon. Hey, ich glaube, Namek ist richtig. Und was sind... Ah, das sind diese... Nee. Oder doch? Sind das vielleicht diese... Na, wie heißen die denn? Wo Gegner drin sein können. Diese Skelettdinger. Gut möglich, oder? In Skelettdingern ist ja auch öfters mal was drin. Hierophant, das ist gut. Könnte sein. Allerdings hätte ich die wahrscheinlich anders dargestellt. Aber doch. Wenn da irgendwann mal Gegner drin sind. Weiß man nicht. Weiß man nicht so genau. Weiß man nicht. Okay, die können sich selber in die Luft sprengen, finde ich. Finde ich nett. So. Und trotzdem finde ich das richtig merkwürdig, dass die Entwickler von dem Spiel einfach updaten, ohne Bescheid zu sagen. Und ohne Patchnotes und so. Finden die das witzig, dass man alles selbst entdecken soll oder was? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wirklich, ja. Die wollen ja sowieso mehr Wert darauf legen, dass man sich unter der Community so austauschen muss bei dem Spiel, damit man alles weiß. Deswegen gab es von Anfang an auch noch keine Wiki zu den ganzen neuen Items. Das sollten die Spieler alle selbst rausfinden. Und dann mit der Zeit wurde das erst alles bekannt. Das finde ich an sich richtig cool. Die Entwickler sagen dazu gar nichts. Haben auch nichts geleakt oder sowas. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Solche Entwickler müsste es mehr geben. So, die Stopwatch. Oh, die hätte ich gern. Und ich kann sie mir leisten. Cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann gehen wir einfach mal zum Boss. The Fallen. Hi. The Fallen gibt uns doch bestimmt... Okay. Er slidet voll über die Luft. Gibt es doch bestimmt einen Teufelsraum, oder? Na, ihr seid ja richtig schnell unterwegs. Und trefft mich trotzdem. Herzlichen Glückwunsch. So, Teufelsraum. Dann, nee, ein Engelsraum. Und Abaddon hier einfach. Evil Up damit. Okay, wir haben keine roten Herzen mehr. Kriegen hier aber drei weitere rote Herzen dazu.
Wegen The Body. Jetzt haben wir den Body und sind schwarz. Yeah, wir haben Hundeohren oder sowas. Wegen Abaddon. Wollen wir? Nee. Nee, brauchen wir nicht. Haben wir den... Wir haben den goldenen Raum noch nicht. Na gut, gehen wir nochmal zurück. Suchen wir den noch kurz. Abaddon macht Damage Up. 4 Shots. Also, und Damage Up. Und... löst... Okay, das hätte ich gar nicht machen müssen. Rules Card. Yay. Chop this like smoke. Schon das dritte Mal. Wir haben dreimal diese Karte bekommen und kriegen dreimal den gleichen Hinweis. Ganz toll. Und Abaddon... Oh. Was? Abaddon entfernt alle roten Herzen, die man hat. Und gibt dann dafür aber 6 schwarze Herzen. Cool, oder? Finde ich nämlich auch. Und ist halt ein Damage, ja? Wie viel Damage haben wir jetzt? 4. Geht auf jeden Fall noch besser. Aber wir haben ja eh die Stopwatch. So. Und Doctor's Remote. Inklusive Remote Control ist sowieso das Beste. Das Beste. Gute Kombo. So. Was halt doof wäre, ist, wenn wir jetzt zu Satan gehen oder sowas, das freischalten. Und... Oder halt nicht freischalten. Nur im Spiel freischalten und dann aber die Errungenschaft nicht bekommen. Weil dann kann ich nicht mehr Platinum-Gott... nee. Wer ist der? True Platinum-Gott oder sowas? Dann kann ich das nämlich nicht mehr werden. Es fehlen nämlich noch 11 Errungenschaften. Glaube ich. Ja, ich glaube, das waren 11. Damit ich alle Errungenschaften habe. Und dann... Dann wäre das schon ganz schön cool. Und wenn ich das dann dadurch nicht mehr freischalten könnte, wäre richtig blöd. Okay, es sind tatsächlich diese Dinger. Es sind diese Skull-Dinger, diese blauen. Darauf muss man erstmal kommen. Egal. So, wir haben noch das Sun. Wir haben ganz viele schwarze Herzen auf jeden Fall. Und können dann in die Marm-Ebene gehen. Marm-Ebene als kleiner Toad. Ich hoffe, später ist noch irgendwas bearbeitet. Diese Ebene scheint ja nicht bearbeitet worden zu sein. Auch die Musik ist nicht bearbeitet. Das ist ein bisschen traurig. Wir sind jetzt einfach nur noch ein Hundetoad. Ein Hundetoad sind wir. Okay. Ach, wir haben schon volle Leben. Ja gut. Da haben wir schon volle Leben. Okay, machen wir jetzt mehr Schaden? Nee. Okay, kommt mir nämlich ein bisschen so vor. Nice. Auch nice. The Devil, the Empress. Justice. Können wir auf jeden Fall mal einsetzen. The Sun. Oh, schade. Ich dachte, ich muss einfach die ganze Zeit einen Weg gehen und dann kommt einfach irgendwann der Boss. Aber nein. Leider nicht. So, wie jeder weiß, können die nicht fliegen. Das heißt, sie sind hier drüben auf jeden Fall sicher. So. Okay. Guck mal, wie sogar die Herzen gucken, die schwarzen. Die gucken so ein bisschen sauer. Finde ich nett. Guck mal, diesen Bug haben sie aber nicht behoben. Dass der bei der Stopwatch immer an der Ecke stehen bleibt. Naja. Ach, die ist jetzt auch. Oh Gott. Alles so langsam. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Wir hätten sogar fast noch den Bossrush machen können, lol. Oh, hi. Okay, habe ich den Fuß verglitscht? Nee.
Oh weia. Wenn die anderen Kämpfe auch so lange dauern, dann herzlichen Glückwunsch. So, wir gehen trotzdem mal zu The Lamp. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht schalten wir ja nichts frei. Und wenn doch, dann wäre auch egal. Was hatten wir von Anfang an? Als Toad? Bali, ja gut. Nee, ist ja nicht mal Maligan, das ist dieses andere. Also, eigentlich ist das sogar schwerer als mit Samson, oder? Oder? Ich will halt irgendwas freischalten. Wenn das jetzt schon geht, warum nicht? Auch wenn es ein bisschen cheaterisch ist, ich weiß. Aber irgendwie, warum nicht? Warum denn nicht? Man kann es aber versuchen, vielleicht kriege ich es ja gar nicht hin. Aber dann meckert ihr wieder rum. Will ich auch nicht. Andererseits könnt ihr ja gar nicht rummeckern. Weil das Video eh schon aufgenommen ist. Und außerdem seid ihr eine coole Community, ihr würdet eh nicht rummeckern, oder? Oder? Ich hoffe doch. Okay, wir gehen einfach jetzt jedem Raum aus dem Weg, den wir nicht machen müssen. Zum Beispiel den müssen wir nicht machen. Ich habe gerade gesehen, wir können über diese Säure rübergehen. Ist ja cool soweit. Wusste ich gar nicht. Mit dieser Leiter kann man über diese Säure gehen. Wenn nochmal so eine Säure kommt, dann zeige ich euch das mal. So. Okay, oben oder unten lang? Wir gehen oben lang. Oh. Wird schon richtig sein. Rechts. Nope. Da will ich nicht rein. Nope. Hier will ich auch nicht rein. Oh Gott. Jo, läuft bei dir. Blödkopf. Blödauge. Oben war falsch. Wieso sagt ihr, wir sollen oben lang gehen? Ey. Hättet ihr mir ja ruhig mal sagen können, dass wir unten lang müssen. Okay, ich krieg die Tür nicht auf. Ich bin zu blöd, die Tür aufzubekommen. So. Tach. Au. Tach. Wow. Okay. Macht nix. Cricket's Head oder so wäre noch ganz schön. Irgendein Damage-Up. Was macht eine 5? Keine Ahnung. Die Ebene rerollen. Ja, dull. Genau das habe ich gebraucht. Vom Big Elner. Immerhin. Dann haben wir wenigstens nur eine Ebene. Ey, der Gumba-König. Der Gumba-König. Oh, wie geil. Den kenne ich auch aus Paper Mario. Paper Mario 64. Müsst ihr spielen, wenn ihr das noch nie gespielt habt. Das ist so ein geiles Spiel. Voll die Story dahinter. Und das Kampfsystem auch. Das ist wie bei Mario und Luigi, das Kampfsystem, wenn ihr das Spiel kennt. Halt so rundenbasierend quasi. Und mit ein paar Action-Time-Events oder wie man das nennen will. Dass man halt eine Taste im richtigen Moment drücken muss und dann macht man mehr Schaden. So. Ist eigentlich ganz cool. So. Ihr könnt mir sowieso mal schreiben, habt ihr noch eine Nintendo 64 oder seid ihr dafür zu jung oder zu alt oder ihr hattet früher kein Geld und deswegen hattet ihr nie eine? Oder was war eure erste Konsole? Eure allererste Konsole? Sega Dreamcast, Nintendo 64 oder ein DS erst? Zählt DS auch als Konsole? Ja, Handheld-Konsole ist auch eine Konsole, oder? Ja. Meine erste Konsole war auf jeden Fall Ein Gamecube. Denn wir hatten zwar auch einen Nintendo 64, aber das war nicht meine, sondern die gehörte meinem Bruder. Und deswegen war meine erste Konsole ein Gamecube.
Mit Monster AG und Monster AG Ball oder so, wie hieß das? Und was war es noch? Spyro. Spyro war dabei. Der kleine Drache. Richtig cool. Richtig cool, so ein Spyro. Das hatte schon was. Das war ein richtig cooles Spiel. Ja, ja. So. Das blaue Herz. Gib mir das blaue Herz. Guck, hier kann man einfach rübergehen mit einer Leiter. Das hätte ich nicht gedacht, aber gut. Gut, das geht. Oh, weia. Okay, wie lang bist du bitte? Guck mal, er ist zu langsam. Er überrumpelt sich selber. Okay. Vielleicht. Vielleicht ist sieht The Lamp ja anders aus. Das ist möglich, oder? Ich finde, das ist möglich. Vielleicht ist The Lamp ja irgendwie Bowser. Oder sowas. Das wäre doch richtig nice. Das wäre richtig nice. So, 5 Münzen. Dankeschön. Warum auch immer. Das ist irgendwie von Zelda geklaut, ne? Ist das bei Mario auch so, dass die blauen Dinger 5 Münzen wert sind? Ist das so? Die sind aber doch von The Legend of Zelda, oder nicht? Gibt es bei Mario blaue Münzen? Bin mir da gerade nicht so sicher. Na gut. Dann können wir die auch kurz töten. Wie auch immer der Typ eben gestorben ist. Wir kriegen noch ein Damage ab. Juhu! I like! Machen wir jetzt wenigstens... Nee, immer noch nicht. Wann machen wir denn mal Schadenspiel? Naja. Wir sollten trotzdem ein bisschen stärker sein, wegen dem Small Rock. Sonst wäre das ja unnötig gewesen. Ach doch. Jojo, ein bisschen mehr Schaden ist das. Na gut, dann Skollex. Ach ja, XL-Ebene. Wir mussten die Ebene ja zweimal machen. Ganz vergessen. Das kann ja witzig werden. Wir müssen quasi warten, bis er mit seinem Schwanz rausgeht. Na gut. Warten, bis er seinen Schwanz rausholt. Oder das halt anpassen. Dass man das letzte Teil trifft. Ist aber irgendwie blöd gemacht. Ist echt schwer zu timen irgendwie. Okay, das war zumindest getroffen. Und weg mit dir. Kriegen noch ein Damage ab. Perfekt. Haben wir zumindest 5 Schaden. Und wir sehen immer komisch aus. Aber wir haben unseren Toadkopf noch. Der glänzt noch in alter Frische. Die Farben sind viel zu kräftig von dem Kopf, ne? Alles andere so schwarz, golden. Wir sind ein lebendes Paintball-Dings. Yay. Ein Graffiti-Model sind wir. Die Leute malen uns einfach den ganzen Tag an und wir müssen das mit uns gefallen lassen. Pum, 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 pum. Ach, ich habe übrigens auch heute die 500 Abonnenten geknackt. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Finde ich cool. Vor allem, weil die 5 meine Glückszahl ist. Die 555 wird noch sau cool. Die 555 werde ich sehr doll mögen. Aber das wird noch dauern. Aber 500 ist schon die halbe 1000. Immerhin. So. Ja, Mutti, könntest du die Spinne da hinten mal töten? Danke. Oh, jetzt dreht sie auf. Jetzt dreht sie auf. Oh, Hilfe. Muss ich mir Gedanken machen? Nee, oder? Nee. Ach, das ist gleich schnell, oder was? Oh, fuck. Na gut. Da, 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 da.
Hua, 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 hua. Du, 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 du. Oh nein, wir sind in der Schiol. Schiol. Wie sollen wir das hier nur überleben? In der Schiol. The Devil. Ach ja, wir haben das Sun ja auch noch. Oh. Lieber nicht. Greif mich mal lieber nicht an. Was kriegen wir hier? 12 Clubs. Yay. Jetzt haben wir 46 Bomben. Verschwenden wir einfach mal eine. Wir können es einfach. Ach, die sind cool. Ah, die sind auch so Luigi's Mansion. Die kenne ich. Euch kenne ich. Ihr seid coole Geister. Euch kenne ich doch. Luigi's Mansion hatte ich auch für den Nintendo 64, für den Gamecube. Der gute alte Gamecube. Oh, nee. Der gute alte Gamecube. Ich gehe hier weg. Tschüss. 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 Hoffentlich kommt bald der Boss. Keine Lust, den ganzen Weg hier wieder zurückzugehen. Wenn ich ehrlich bin. Kein Herz, okay. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Da ist der Boss. Okay, gut. Sind wir den richtigen Weg gegangen. So. Hallo, Lysatan. Jetzt. Ach, ich muss die selber zünden. Ja, stimmt. Die ich selber setze, die muss ich auch selber zünden. Natürlich. Jetzt muss ich gleich das Sun einsetzen, schon bei Satan. Das finde ich doof. Genau, bleib du einfach mal da drüben, das finde ich gut. Ach, guck mal, wir schleudern ihn sogar so ein bisschen weg. So. Okay, die Form wird jetzt ein bisschen blöd. Wollen, wenn da diese Viecher immer auftauchen. Oh wow. Okay, Sasan, komm her. Okay, die Form ist wirklich blöd. Oh ja. Hä? Vor allem, wenn er so langsam ist. Ah, ich verstehe die Form nicht. Oh wow. Ich sterbe beim Satan. Nein, ich will nicht beim Satan sterben. Oh mein Gott. Okay. Mit zwei Leben in die Chest. Passt schon. Passt schon. Oh, ach, hier sieht wieder alles anders aus, ja? In der Dream World. Alles klar. Die Traumwelt also. Die gute alte Traumwelt. Alles klar. Okay, Gabi's Head. Aber wir behalten natürlich unseren Remote Detonator. Natürlich. Da hat uns jetzt aber der Satan mächtig zugesetzt. Gut, dass wir eben noch drei Leben bekommen haben, drei blaue. Die könnten uns retten. Das finde ich doof, dass die immer noch genauso schnell sind wie vorher. Oh. Obwohl wir halt die Stopwatch haben. Wow.
Wow, ja, schießt einfach beide. Schießt einfach beide. Ist vollkommen okay. Oh, nein, dich ist der eine wenigstens tot. Jetzt haben wir wieder nur zwei Leben. Das kann doch nicht sein. Okay, ich glaube, wir verlieren hier. Wir verlieren einfach an zwei dieser komischen Viecher hier. Was auch, wie auch immer die heißen. Megamor? Ne, Megamor waren das, waren andere. Naja. Gut, dann schalten wir nichts frei. Ist auch nicht so schlimm. Ich wollte ja auch eigentlich nur die Mod zeigen. Was bist du denn? Leo? Okay. Jo, die schleudern einfach meine eigenen Bomben zu. Wow, okay. Okay, das ist ja gemeingefährlich hier. Die können meine eigenen Bomben zurückschleudern. Wow. Läuft bei euch. Läuft bei euch. Judgment, okay. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Was bist du? Satanic Bible. Ja gut, wenigstens ein schwarzes Herz. Na, immerhin, dann haben wir ja noch zwei Herzen. Gut, das war scheinbar der falsche Weg. Schade. Na komm. Ah, jetzt lass doch mal von deinem Pferd los. Dankeschön. Wie er da dran gehangen hat. Unglaublich. Unglaublich, diese Wars. Kann ich echt nicht mehr gutheißen. Hey, Little Chat. Oh, das kann uns den Hintern retten. Unseren kleinen Löwenhintern. Unseren kleinen Löwen-Toad-Hintern könnte das tatsächlich retten. Weil der nette Kollege uns rote Herzen gibt. Und rote Herzen sind eine gute Sache. Guck mal, jetzt ist ihm das egal, dass wir hier sind. Jetzt ist ihm das egal, wo sein Herz schon tot ist. So, auch der falsche Weg. Wir müssen also tatsächlich in den großen Raum, ja? Na gut. Na gut, Spiel, wenn du das willst, dann gehen wir da gleich rein. Aber zuerst holen wir uns hier noch ein rotes Herz ab. Hoffentlich. Nö. Gut, nicht mal das. Nicht mal das. Gut, hallo, großer Raum. Ich hoffe, du bist kein mieser großer... Na ja, gut, das geht eigentlich. Oh Mann. Das Nervige ist halt, dass sie hier so viele Gegner spawnen. Aber da war der echt zu faul für vier Ebenen. Beziehungsweise eigentlich sind das nur zwei Ebenen, wo er noch was verändern müsste. Die zu verändern. Das finde ich ein bisschen traurig, weil die Chest hat er jetzt wieder angepasst. Basement hat er angepasst. Dann hatte er die Caves angepasst. Die Tiefen leider nicht und Utero auch nicht. Finde ich komisch. Oh. Und die Hölle hat er auch nicht angepasst. Dann hat er die... Ja gut, die Kathedrale hat er eventuell angepasst. Fände ich auf jeden Fall möglich. In der Kathedrale kann man ja mehr machen. Achso, der ist ja sowieso zu lang. Ich habe mich gerade gewundert, warum er denn nicht zu mir hindasht. Aber er ist ja verlangsamt durch den Effekt der Stopwatch.
Plum, plum. Plum, 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 plum. Ah, wir machen so wenig Schaden, das ist unglaublich. Pam, pam, pam. Ja, ja, verlangsame du uns mal. Dann sind das wenigstens ausgeglichene Situationen hier. Sind wir wenigstens beide verlangsamt, ne? Okay, perfekt. Was haben wir hier? Nur ein Schlüssel. Und eine Box voller Spiders. Juhu! Mit einer Spinne drin. Wow. Die wird uns helfen. Oh nein, warum Cave? Warum? Warum Cave? Ich werde sowas von verlieren in diesem Raum. Jupp, okay, das ist unser Ende. Das ist unser Ende. Gegen zwei Caves? Niemals. No way. Nee. Okay, ich habe den einen verbuggt. Okay, er lebt wieder. Okay. Auch nicht schlimm. Dann haben wir wenigstens nichts freigeschalten. Aber ja, das war die Mario-Mod soweit. Mich würde aber nochmal interessieren, was hat denn Mario zum Beispiel? Mario hat von Anfang an das Jump-Buch. Ja gut, das hat was. Ja, ich bin Mario. Ja, ich bin Mario. Hat er sonst noch was? Er hat noch... Hä? Diesen Kopf, was macht der? Ich bin Mario. Ich bin Mario. Ich mach euch alle kaputt. Ich mach euch alle kaputt. Ich bin Mario. Ich bin Mario. Na gut. Und was haben die anderen sonst noch so? Was hat Peach zum Beispiel? Peach hat... Oh, Peach sieht auch cool aus. Hat was? Dieses Isaac-Gesicht mit den langen Haaren. Naja. Die hat... Okay, die ist einfach nur genauso wie Maggie. Mit dem Yamaha hat, finde ich ein bisschen schade, aber gut. Was soll man da auch groß machen? Wenigstens sah das Herz anders aus. Was hat Luigi? Der hat auch dieses Jump-Buch. Der ist quasi genauso wie Mario, nur schlechter. Okay. Wie halt auch im normalen Leben, ne? Wen haben wir sonst noch? Sonst hatten wir alle. Ja gut. Sind die Challenges anders? Nee. Nee. Ja gut. Dann soll es das gewesen sein für die The Binding of Mario Rebirth Mod. Ich werde den Mod-Thread vom Reddit mal in die Beschreibung packen, wenn ihr den auch spielen wollt. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und du. Tschüss. Wir sehen uns. Ba 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 ba.